Mahlzeit und recht herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin und einer neuen Folge der Theme Park News. Ryan Review. Ja, Mahlzeit, endlich mal wieder Theme Park News und heute eine vollgestopfte Sendung mit vielen verschiedenen Themen, vielen verschiedenen Parks. Fangen wir direkt an. Gerüchteküche. Die Plopsa-Gruppe ordert für 2016 zwei Holzachterbahnen für ihre Parks. Eine für das Plopsaland de Panne und eine für den Holiday Park in Hasloch. Italien. Schienenschluss am Gardasee. Nachdem der noch namenlose Dive Coaster im Gardaland schon Schienenschluss gefeiert hat, feiert auch nun nebenan im Movieland Diabolik in Vertigo Schienenschluss. Beide Parks und beide Bahnen liegen direkt am Gardasee und haben noch eins gemeinsam. Beide wurden von RCS aufgebaut. Nachschlag aus der Gerüchteküche. Nachdem es vor einiger Zeit im Internet rumging, dass der Skyline Park seine Achterbahn abreißen würde, gehen nun neue Gerüchte durchs Internet. Darin heißt es, dass die Achterbahn nur komplett general überholt werden soll und innerhalb des Parks versetzt werden soll. Meiner Meinung nach wäre das eine sehr gute Idee. Check dazu einfach mal mein Ride Review zu dieser Bahn. Link in der Videobeschreibung. Niederlande. Schauen wir mal nach der Efteling. Der Bau von Baron 1898 schreitet weiter voran. Das Stationsgebäude wächst immer weiter in die Höhe. Dank der 365 Tage im Jahr, die der Park geöffnet hat, werden wir wahrscheinlich auch weiterhin mit wunderbaren Baustellen-Updates versorgt werden. Voting Time im Holiday Park. Im Holiday Park soll das italienische Restaurant wieder eröffnet werden. Und ihr dürft im Internet über den neuen Namen abstimmen. Auf der Seite holiday-info.de könnt ihr das tun. Außerdem findet ein weiteres Voting statt für das neue Thema des Freefall Towers. Noch mehr Votings. Bilantes. Wie bereits hier in den Theme Park News erwähnt, konntet ihr auf der Seite von bild.de abstimmen, welche Neuheit 2015 in den Freizeitpark Bilantes kommen soll. Und knapp gewonnen hat das Voting Achterbahn, dicht gefolgt von der Wasserbahn. Der Park setzt sich nun mit den Herstellern in Verbindung und plant die Attraktion. Keiner weiß, wie das bis zum Sommer 2015 jetzt noch klappen soll. Bleiben wir mal gespannt. Bleiben wir nur kurz im Osten. Freizeitpark Plon. Die Neuheit 2015 im Freizeitpark Plon wird ein Mack Rides Powered Coaster. Und nun sind die ersten Schienen im Park eingetroffen. So, und einen habe ich noch. Belgien. Nachdem dieses Jahr der Movie Park Germany die Premiere eines Immersive Tunnels gefeiert hat, legt das Bobbejaanland nach und eröffnet 2015 ebenfalls solch eine Anlage. Nun ist eine Grafik im Internet aufgetaucht, die den neuen Standort des Immersive Tunnels im Bobbejaanland zeigt. Die Anlage kommt in die Ecke bzw. zwischen Banana Bob, dem Splash Battle und Revolution. Auch die ersten Stahlträger wurden schon aufgebaut für das Gebäude der Anlage. Sollte das Ganze nicht mal ein Western-Theming werden, dann ist es nämlich die falsche Ecke im Park, wo jetzt gebaut wird. Naja, sei es drum, ich halte euch da auch auf dem Laufenden. Deswegen abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ihr könnt dieses Video gerne teilen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr News habt oder Infos oder Gerüchte, schickt mir das Zeug doch einfach mal zu, hier per PN oder per E-Mail. Und vielleicht kommt das dann auch in die nächste Theme Park News Folge. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ihr seid die coolsten. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Bro. Peace.